Herzlich willkommen zurück bei den Science Snacks. Der heutige Versuch beschäftigte sich mit diesen Keksdosen. Ich habe sie präpariert. In der einen Keksdose haben wir die Gewichte außen. In dieser hier waren die Gewichte innen. Und die Frage war jetzt, welche der beiden Dosen rollt schneller diese schiefe Ebene runter? Die mit den Gewichten außen, die mit den Gewichten innen oder rollen sie beide gleich schnell? 3, 2, 1, los! Wie wir gesehen haben, war die Dose mit den Gewichten innen schneller. Wenn wir uns vorstellen, bei jeder Umdrehung, die die Dose macht, vollführt das Gewicht diese Bewegung. Wenn die Gewichte außen sind, benötigt der Weg mehr Energie. Und diese mehr Energie, die für die Drehbewegung benötigt wird, fehlt der Dose bei der Bewegung nach unten. Deswegen war hier für die Bewegung nach unten mehr Energie übrig und sie konnte sich schneller nach unten bewegen.